Heute möchte ich ein bisschen was erzählen. Ich bin nämlich ein absoluter Mikrowellen-Fan. Mikrowellen und Mikrowellengeschirr. Ich hätte eigentlich lieber Duppertante werden sollen als Dildofee. Also ich habe etliches an Geschirr, weil ich da drauf 100% stehe. Weil guck mal, 10 Minuten Kartoffel kochen, wenn ich zum Beispiel jetzt hier habe ich Bellkartoffeln gemacht für heute Abend. Für einen Kartoffelsalat sind in 10 Minuten fertig. Ich muss mich nicht drum kümmern, muss nicht aufpassen, ob es überkocht und ist für mich die leichteste Variante. Oder in der anderen Zeit kann ich was ganz anderes machen. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht aufpassen muss, kann ich Betten machen, ich kann also weg aus der Küche und kann meine anderen Arbeiten tun. So, und die gibt es natürlich in vielen Größen, in der kleinen Größe und in der größeren Größe hier. Ja? Das hier ist ein Nudeltopf. Das ist natürlich auch keine schlechte Idee. Nudeln. Und dieses hier ist natürlich eigentlich eine teure Variante. Aber da ich ein schlaues Mädchen bin, dann habe ich natürlich bei eBay Kleinanzeigen geguckt und viele wissen gar nicht, was sie damit machen sollen. Das heißt, sie verkaufen das einem einfach. Und das ist, ich will sagen, es ist natürlich für zwei, höchstens drei Personen geeignet, weil das ist nicht so viel. Wenn man eine große Familie hat, geht es natürlich nicht. Das hier ist ein Metall drin. Das heißt, hier kann man zum Beispiel Gemüse reinmachen. Und hier, ein geiler Tipp, ich mache meine Sonntagsklöße da rein. Und dämpfe die nur. Und dämpfen ist natürlich viel gesünder, als wenn man das im Wasser kocht. Und nicht nur gesünder, es schmeckt viel besser. Die Sonntagsklöße brauchen ungefähr so 20, 25 Minuten, weil unten muss das Wasser erst gekocht werden. Ne? Ehe das hochgeht und dann dämpft, braucht das ein kleines bisschen länger. Dafür schmeckt natürlich auch zum Beispiel ein Blumenkohl, den kann ich reinmachen. Brokkoli oder alles andere Gemüse, nur dämpfen. Ein bisschen Kräuter drüber, ein bisschen Butter, weil Butter ist auch immer gesund, ist gut für die Augen. Nein, also generell ist auch Butter gesund, man sollte nicht auf alles verzichten, aber da mache ich mal ein anderes Video davon. Ne, das ist jetzt einfach nur mal mein Tipp mit der Mikrowellen-Sachen. Ne? Und dann versucht es einfach mal. Es ist doch einfach eine gute Sache, sowas zu kaufen. Genauso gut wie die AMC-Töpfe. Ne? Da kann ich auch noch mal ein extra Video machen von den AMC-Töpfen. Ich mache keine Werbung für die Sachen, sondern das ist für mich einfach eine schöne Sache. Und deshalb sage ich es euch, sind einfach nur meine Tipps. Ja, ihr müsst das nicht nachmachen. Und Mikrowelle, wie so viele sagen, ist schädlich. Ach, wollen wir doch mal ehrlich sein. Ich bin so alt geworden, ich habe noch keine Probleme damit gehabt. Und wenn man richtig mal dahinter guckt, so schlimm ist das auch nicht. Man macht es ja nicht unbedingt stundenweise und stundenlang in der Mikrowelle. Die paar Minuten, die wir in den Mikrowellen haben. Es ist eine schnelle Sache, das ist eine schöne Sache. Und ich bin ein totaler Fan davon. Dazu wie Strom sparen und das ist heute die wichtigste Sache, weil es wird immer alles teurer. Also bin ich also voll im Trend, ich spare Strom. Genauso gut, dass man sich mal ein neues Gerät anschaffen soll wegen Waschmaschinen. Waschmaschinen brauchen sehr viel Strom. Alle Kühlschränke brauchen sehr viel Strom. Also wie gesagt, wenn ihr das Geld habt, das spart ihr ja dann wieder am Strom. Kauft euch lieber mal ein neues Gerät. Ich finde das besser. Also, das ist heute mein kleiner Tipp. Mehr muss ich euch gar nicht erzählen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss.